Ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute sind wir auf YouTube unterwegs, denn ich hatte heute was ganz Besonderes vor. Und zwar wollte ich hier auf das Creator Studio von meinem Kanal gehen. Und ich wollte mir mal euch etwas genauer ansehen. Und zwar wollte ich erstmal nach Kommentaren gucken, wo ich ja auch schon eins ausstehend ist. Suche nach Diamanten. Alles klar, wenn du das hier siehst, werde ich auf jeden Fall noch machen. Da hatte ich auf jeden Fall vor. So, Leute, denn ich wollte die mal mit euch so ein bisschen durchlesen. Außerdem wollte ich dann gucken, wer mich mal so ein bisschen abonniert hat. Und einfach zu gucken, so, wer sind diese Leute und wen gucke ich da. So, Leute. Also, wir haben hier zur letzten Folge, zur vorletzten Folge Aquacraft ein paar Sachen. Und hier zur letzten hat Adrian ADAC Muschkatzewitz gesagt, ich soll nach Diamanten suchen, das werde ich auf jeden Fall machen. Und hier Assassin HD, danke, dass du meinen Vorschlag angenommen hast und richtig wässrige, coole Folge. So, ja, Leute, ich wollte mit euch aber jetzt nicht alle Kommentare, die wir irgendwie je hier auf diesem Kanal hatten, gucken, sondern wirklich relativ besondere oder welche, die, ja, mir wirklich ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert haben. So, das müssen wir jetzt suchen. So, einmal, hier ist zum Beispiel ein Kommentar zum Special. Das Special ist richtig gut geworden. Herzlichen Glückwunsch zu den 100 Abonnenten. Hast es dir wirklich verdient. So, dann gucken wir mal. So. Wo haben wir denn hier das? Ich muss mal gerade gucken. Ah, hier sind so Kommentare, wo ich euch aufgefordert hatte, für das Special zu machen. Allerdings hat das nicht so gut gepasst. Deswegen, achso, nicht antworten. So, hi, du machst dir bei deinen Videos immer so einen Aufwand. Das ist richtig cool. Zum Beispiel bei Timestorm müsstest du die ganzen Häuser bauen und bei den Projekten brauchst du immer neue Stories und so weiter. Mach weiter so. Hoffe, du kriegst noch mehr Abonnenten. Erstmal vielen Dank, Wolfli, dafür deinen Kommentar. Und ja, Leute, es ist wirklich ziemlich anstrengend, sich Stories dafür auszudenken. Ihr werdet ja auch noch sehen, welche Story Revival auf Lager hat. So, dann gehen wir weiter zu Assassin HT. Hier steht, was ich an deinem Kanal mag, eigentlich alles. Du bist einfach ein richtig guter YouTuber. Klar, dass man am Anfang, 100 Abonnenten ist ja erst der Anfang, nicht so gut ist wie mit 1 Million Abonnenten. Ich wollte dir auch nochmal für dein Angebot zusammen aufzunehmen danken, auch wenn das leider erstmal nicht geht. Deine Projekte sind auch sehr gut. Minecraft 1.13, tolle Mods, CHD Modpacks sind toll. Allerdings sind die nicht mal bugfrei und sowas. So, freue mich schon voll auf dein Special. Außerdem hat er dann den Hashtag Team Planet eingefügt. Leute, wir sind jetzt zusammen das Hashtag Team Planet. Das planetarischste Team auf YouTube. So. So, was haben wir denn noch? So, hier, der hat auch einen Kanal, da können wir später mal gucken. So. Hier ist auch der Hashtag Planet. Also Assassin HT hat wirklich viele Hashtags erfunden. Zum Beispiel den Hashtag Gurkenzieher. Da habt ihr auch abgestimmt. Da können wir gleich mal gucken gehen, was ihr da abgestimmt habt. So. Hier steht auch nochmal was. Hey, ich wollte dir mal sagen, dass ich echt Respekt vor dir habe, dass du dir so viel Mühe gibst. Du hast das Potenzial, ein YouTuber mit vielleicht sogar 1 Million Abonnenten zu werden. Verdient hättest du auf jeden Fall. Hättest du es auf jeden Fall. Du warst mir von Anfang an sympathisch und ich mag deine Spielweise. Hashtag Best Little YouTuber. Vielen Dank dafür. Ich hatte den irgendwie zweimal auf jeden Fall. So. Der Zeddy hat auch ganz viel geschrieben. Auch Nettes auf jeden Fall. So. Ah, hier ist von Deko.
Sehr cooles Video. Abo ist da, gebt nie auf, dann wirst du irgendwann ein großer YouTuber. Ich allein habe für meine 215 Abos 9 Monate durchgehend lang Videos gemacht. Ja, ich habe dafür schon fast 2 Jahre. So, man braucht so 2 bis 4 Jahre und dann kommen sehr viele Abonnenten. Aber fast alle kleinen YouTuber geben schnell auf. Ja, das hatte ich in meinem Freundeskreis einmal. Ja, ist egal. Deshalb gibt es auch nur so wenig Große. Ja, und vor allem, weil die ganzen Leute bei den Großen dann sind und kleine als kleine Aufmerksamkeit zu bekommen, ist schon ziemlich schwierig. Allerdings habe ich das mit dem Minecraft Utopia Trailer ein bisschen umgangen, sagen wir mal so. Aber Hauptsache, man hat Spaß an seinen Videos. Ja, das stimmt. Ich habe wirklich eigentlich immer Spaß, vor allen Dingen, weil ich eigentlich so eine nette Community habe. Mache gerade auch Shellshock und Minecraft habe ich auch. Ja, können wir gerne auch mal zusammen machen, auf jeden Fall. Hier, was wirklich, wirklich, wirklich besonders war, war das von Serranax, dass er sich wirklich das Video, wo er zu Besuch bei mir ist, angeguckt hat. So. Das ist hier gerade nicht wichtig. So. Ah, er ist. Warum gucke ich dich immer? Weil du fast wie Chaosflow 44 bist und spannende Videos machst, Leute. Einer meiner Vorbilder ist tatsächlich Chaosflow. Und mit ihm verglichen zu werden, ist schon herrlich. Okay, könntest du mal bitte aufhören? So. So, kommen noch irgendwie noch besondere. Jetzt kommt natürlich wahrscheinlich auch gleich noch der Trailer ganz viel und. Das ist dann wirklich zu viel. Etsy hat auch immer ganz viel geschrieben. Ja, ab dem Trailer lese ich jetzt nicht mehr durch, weil da kommen einfach richtig, richtig viele an alle, die dort einen Kommentar und ein Like dagelassen haben. Vielen, vielen Dank dafür. Wer ihn noch nicht gesehen hat, kann ihn sich gerne nochmal angucken. So, Leute, das jetzt erstmal zu den Kommentaren. Und jetzt gucken wir uns mal meine Abonnenten an, wen wir denn da alles so haben. Also, wir haben hier People in White. Das habe ich schon gesehen. Einmal, weil da auch ein Projekt für kleine YouTuber macht, Minecraft Live. Da habe ich mich für angemeldet und wurde sogar angenommen. Da kommt das irgendwie. Was? Er hat schon eins hochgeladen. Ich habe aber keine E-Mail oder so bekommen, wie ich draufkomme. Okay, komisch. Egal. So, den hätten wir. Aber ich wollte vor allen Dingen eher kleinere YouTuber mal angucken. Beziehungsweise gucken, was die so für Videos machen. Und vielleicht dann auch mal uns in anderen Videos die mal angucken. Was haben wir denn? Also hier ist auf jeden Fall ganz viel Minecraft PE. Damit habe ich auch angefangen, wie ihr sicherlich wisst, mit Origin. Und okay. Er hat auch einen Utopia-Trailer. Okay. X-Gamer, wer ist das denn? Guten Tag. Ich baue ein Haus Minecraft Evil. Okay, anscheinend hat er ein neues Projekt und sowas. So. Welche die Leute, ich suche jetzt aus mit Zufall einfach mal irgendjemanden aus. Hier ist zum Beispiel der. Kommt, Leute, wir gehen da mal drauf. Der hat 2 Abonnenten. Okay. Der hat hier Intro und so Musiksachen. Okay. TV. Okay, auch eher kleinere YouTuber, die mich schauen, Leute. Okay. Das zu den Abonnenten. Und Leute, wir gehen jetzt nochmal auf meinen Kanal, um den uns ein bisschen anzugucken. Nee, das wollte ich nicht. So gehen wir hier drauf. So, und auf meinen Kanal. Einfach mal, um zu gucken, so was meine beliebtesten Videos und sowas sind. Das würde ich nämlich jetzt auch gern erfahren, wobei ich mir schon denken kann, was mein beliebtestes ist. So, hier haben wir das auch schon. Hier Videos. Wir haben. Wie viele Videos haben wir jetzt eigentlich insgesamt? Das ist eine gute Frage.
So, wir sortieren das nach Ah ja, hier ist das so, die berühmtesten. Minecraft Utopia, der Filmtrailer, hat schon über 18.000 Aufrufe. Dann mein allererstes Video, das war mein Kanaltrailer, mein allererster. Und tatsächlich kommt danach Origin, alles ist weg und die ganze Geschichte, da fehlt ein E. Danach kommt Skylands, danach kommt tatsächlich Shell Shock, danach kommt. Oh, das habe ich früher auf dem Handy gemacht. Ganz viel Origin und Skylands und tatsächlich kommt ja auch sogar Minecraft Time Storm. Revival ist sogar auch darunter. Mein Intro kommt auch relativ früh. Aquacraft, wir haben Atlantis gefunden, ist auch dabei. Relativ viele Time Storm Folgen sogar und Origin Folgen. Aber die sind auch ziemlich lang schon da. Dann hier tatsächlich die erste Folge von Starblocks. Hier Story Mode und sowas. Okay. Ah, und das Unbekannteste ist tatsächlich Minecraft Story Mode, aber damit habe ich auch aufgehört. Hier so Minecraft Story Mode ist am unbekanntesten so ziemlich. Okay, das war jetzt mal interessant zu erfahren, Leute. Und ich hoffe, euch hat dieses kleine Video, es war mal was anderes, gefallen. Und wenn es euch gefallen hat und ihr wollt, dass wir demnächst auch mal die anderen kleinen YouTuber hier mal uns anschauen, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Lasst ein Like da, drückt auf den Abo-Button und die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und das war's dann auch von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen planetarischen Daumen nach oben da lassen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen planetarischen Tag. Haut rein und wir sehen uns im nächsten Video hier auf diesem Kanal. Bis dann!